Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir in Bad Friedrichshall beim Neubau des Plattenwald Krankenhauses. Hier im Hintergrund sieht man noch das alte Gebäude und wir bewegen uns jetzt hier schon auf diesen Neubau hinzu. Und das ist ja schon ein spektakuläres Projekt, das hier in Bad Friedrichshall entsteht. Auf einer Gesamtfläche von 50.000 Quadratmetern entsteht hier dieses siebengeschossige Gebäude und das wird dann nochmal rund 23.000 Quadratmeter Nutzfläche haben. Wir wollen heute schon mal einen ersten Einblick gewinnen in diesen Bau am Plattenwald. Im Februar 2012 war ja Spatenstich und noch bis ins letzte Quartal des nächsten Jahres wird dann hier weiter gebaut werden. Ja, also hier gibt es einiges zu sehen, einige Überraschungen und da sind wir auch bei unserem Thema in der Region. Viele Überraschungen gibt es auch, wenn man mal wirklich die Region ernst nimmt und auch einmal die Orte der Region sich genauer anschaut. Das konnte man jetzt am langen Wochenende tun, sei es in Eppingen, in Bad Rappenau oder auch in Künzelsau und einmal entdecken, welche Reize die Region alles hat bei den vielen, vielen Veranstaltungen. Und da ist natürlich auch Künzelsau, die stechen natürlich heraus, nicht nur durch unseren Astronauten, der jetzt mit dem Weltraumspaziergang noch einmal eine neue Bestleistung hingelegt hat. Also quasi aus dem Himmel fällt hier ein Werbeträger par excellence und was Alexander Gerst da für Künzelsau und für Hohenlohe liefert und auch leistet, das ist schon bemerkenswert und eindrucksvoll und mit diesem Fund, da lässt sich vortrefflich wuchern. Ein gewaltiges Pfund zu stemmen haben die rund 180 Mitarbeiter. Da muss natürlich alles Hand in Hand gehen, auch zwischen den verschiedenen Handwerksbetrieben, zwischen der Bauleitung, aber natürlich auch zwischen all denjenigen, die dann künftig hier in diesem Krankenhaus arbeiten werden, damit das auch logistisch gut klappt. Wir befinden uns jetzt in dem Bereich, in dem dann die Krankenwagen die Patienten anliefern werden. Dafür wurde eigens der Kreisverkehr unten neu angelegt und dann werden hier die Platzmöglichkeiten geschaffen, dass die Krankenwagen, diese drei Stück, direkt hier rückwärts anfahren können und die Patienten dann direkt hier versorgt werden in diesem Klinikneubau. Rund 127 Millionen Euro kostet das Ganze und ins Innere werden wir uns jetzt mal begeben und anschauen, was dort so alles geplant ist. Jetzt sind wir im Inneren dieses neuen Gebäudes im Empfangsbereich und da haben wir uns schon mal einen kleinen Einblick verschafft, wie das später einmal aussehen wird. Das wird dann besonders deutlich, wenn man die grafische Animation sieht, die wir jetzt mal kurz einblenden, denn das wird dann der Empfangsbereich. Man sieht es hier hinten auch in diesem Modell, wo dann die Patienten empfangen werden und das ist natürlich auch immer eine technische Herausforderung, so ein Krankenhausneubau. Da werden wir einiges nachher noch auch bei den Operationssälen sehen. Rund 350 Patienten haben dann hier Platz und das Ganze hat auch so eine Art Hotelambiente, also das soll schon auch ein bisschen den Wohlfühlcharakter widerspiegeln, wenn man hier hereinkommt und es wird hier unten dann auch in diesem Bereich eine Cafeteria eingerichtet werden. Also hier gutes Empfangsklima, apropos, das hatte man auch in Brackenheim, der Ministerpräsident war zu Gast, hat nicht nur eine spannende Rede gehalten, sondern sich viel Zeit genommen für die Besucher beim großen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit und er war lange dabei, hat sich alles angehört, sich oft fotografieren lassen und da hat Winfried Kretschmann gepunktet. Brackenheim ist ja nun wahrlich keine grünen Hochburg, aber er hat sich tatsächlich wie ein echter Landesvater präsentiert und schon ein kleines bisschen Wahlkampf betrieben. Ein Kampf um Fördergelder ist ja auch immer notwendig, wenn man solche Großprojekte umsetzt. Und es ist ja nicht nur das Krankenhaus am Plattenwald, das hier von den SLK-Kliniken gebaut wird, sondern auch am Gesundbrunnen. Und dafür braucht es natürlich die entsprechenden Zuschüsse. Und da schaut man immer auch, wie die politischen Rahmenbedingungen sind. Und man achtet natürlich darauf auch, was sich da in Sachen Krankenhausfinanzierung verändert. Denn die Krankenhäuser sind und bleiben unter Druck. Und umso wichtiger ist es, dass man modern aufgestellt ist. Das hat man hier auch umgesetzt, ein Krankenhaus der kurzen Wege unter diesem Motto. Wurden auch die Planungen vorgenommen und es ist alles sehr funktionell dann auch ausgestattet mit der sogenannten Skelettbauweise, dass man auch später noch einmal reagieren kann, wenn sich die Anforderungen verändern oder eben man die Räumlichkeiten vielleicht wieder modernisieren oder noch einmal neu machen muss. Wir sind jetzt hier in der oberen Etage. Man sieht ja auch durch alle drei Etagen hindurch, zieht sich hier diese Rundbauweise vom Empfang und vom Raum der Stille zur Andacht bis zum Raum des Abschieds. Und wir sind jetzt auf diesem Stockwerk, wo nicht nur die Funktionsräume und beispielsweise auch die Intensivstation sich befinden, sondern der gesamte Trakt der Operationssäle und die schauen wir uns jetzt mal an.
Jetzt sind wir im sogenannten Sterilgutflur und das heißt also hier in diesem gesamten Bereich werden eben alle die Gerätschaften vorbereitet, die man eben in sterilisierter Form bei der Operation benötigt. Insgesamt gibt es 7 OP-Säle und da ist natürlich die Herausforderung immer groß, auch während des Baus, wenn es neue Erkenntnisse gibt, auf die man dann reagieren muss. Und ein OP-Saal, in dem sind wir jetzt, das ist der sogenannte Hybrid-OP, da gibt es dann die Möglichkeit auf 3D-Monitoren die kompletten Gefäße anzuschauen. Also das ist ja ein ganz hochmoderner Komplex, in dem die Operation dann stattfinden kann. Und da sieht man zumindest mal das Gerippe, wie es dann letztlich und endlich am Ende aussehen soll. Da werden die Patienten dann über diesen Flur in die OP-Säle kommen und dann nach der Operation auch wieder hier hinausgeleitet werden. Also das müsste doch Motivation auch für die Zukunft sein, so ein Neubau hier im Plattenwald. Und Motivation ist ein Stichwort. Überall gibt es natürlich auch die entsprechenden Coaching- und Führungsseminars. Hat jetzt auch die Stadt Heilbronn gemacht, die ist nach Künzelsau mit ihren Führungskräften gereist, um die zu briefen und zu motivieren. Da hat sich OB Merkel etwas Besonderes einfallen lassen. Der ehemalige Bundesliga-Trainer Uwe Rappolder, der hat da ein Motivationsseminar gehalten und das kam bei den Mitarbeitern ganz offensichtlich auch sehr, sehr gut an. Jetzt sind wir mal gespannt, wie motiviert und zu welchen Taten die Rathausmitarbeiter künftig fähig sind. Auf das Klima kommt es natürlich auch hier in diesem Krankenhaus an und das Raumklima wurde hier entsprechend konzipiert und auch was die Wärmeversorgung angeht, 3 Blockheizkraftwerke stehen zur Verfügung und können unter Umständen auch hier mit diesen Biogasanlagen betrieben werden. Und wichtig natürlich auch lichtdurchflutete Räume, nicht nur hier, wenn wir auf die Ellipse blicken, die sich ja von unten nach oben durchzieht, sondern eben auch in den Patientenzimmern und die schauen wir uns jetzt an. Jetzt sind wir in einem dieser Patientenzimmer. Wie gesagt, insgesamt gibt es 350 Betten und so ein Zweibettzimmer hat 28 Quadratmeter. Das heißt, dann entfällt auch das Bettenrangieren wie in einem kleineren Zimmer. Man hat die Möglichkeit geschaffen, auch hinauszublicken ins Grüne und es gibt die Anschlüsse für sogenannte Multimedia-Terminals. Das heißt also, hier drin ist man auch versorgt mit PC, mit Fernseher, mit Laptop, mit Internet. All das können dann die Patienten auch nutzen, damit die Zeit, die man hier verbringt, die ja für niemanden eine ganz angenehme sein kann, zumindest auch so angenehm wie möglich gestaltet wird. Also hier gibt es noch einiges zu tun, bis 2016 die ersten Patienten einziehen können. Aber das, was man gesehen hat, zeigt schon, mit diesem Neubau werden mit Sicherheit in der Krankenhauslandschaft nicht nur hier, sondern auch drüben im Gesundbrunnen ganz neue, hochmoderne Häuser geschaffen und die medizinische Versorgung in der Region, die wird dadurch deutlich aufgewertet. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.